Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Lass mal schnacken auf dem gelben Sofa. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, für mich zumindest, der wohnt nicht weit weg von Kehlen Strande. Und Sie kennen ihn alle, Sie brauchen den Fernseher anzumachen, irgendwo ist er fast immer zu sehen. Und ich freue mich, dass er da ist, Wolfgang Kubicki. Wolfgang, hallo, Gerd. Grüße dich ganz herzlich, schön, dass du da bist, die Zeit genommen, braun gebrannt wie immer, aber du bist ja praktisch wie in einer Côte d'Azur bei dir da oben in Strande, ne? Strande ist schon ein besonderer Ort, aber das ist die Leuchte über meinem Schreibtisch. Also ich habe eine Bräunungsleuchte am Schreibtisch. Nein, Scherz beiseite. Ja. Die letzten Tage waren ja sehr schön. Ja. Und was will man mehr, als in Kiel in Strande am Wasser zu sein, Sonne zu genießen und ein bisschen abzuspannen. Ja, genau. Und da hast du, glaube ich, den richtigen Ort zum Leben gefunden auch, ne? Das war interessanterweise der Ort, in den ich immer wollte, als ich 1970 nach Kiel kam und das Studium begann, hatten wir, das war ein wunderschöner Sommer, auch ein Seminar in Strande am Strand. Und dann habe ich mir gesagt, hier willst du irgendwann mal leben, hier willst du wohnen. Ja. Und das hat dann 1992 erst geklappt, aber seitdem ist das tatsächlich meine Heimat. Ja, gut. Okay, glücklicher Mensch, ne? Ja, was den Ort angeht, bin ich glücklich. Was meinen Beruf angeht, bin ich glücklich. Ja, gut, dann kommen wir. Was meine Frau angeht, bin ich glücklich. Was meine Partei angeht, ist dann noch ein bisschen Luft nach oben. Gut, okay, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. 3.3.1952 in Braunschweig geboren. Kannst du dich da noch so ein bisschen an deine Kindheit erinnern? Ich kann mich an meine Kindheit sehr gut erinnern, weil ich eine wirklich glückliche Kindheit und eine glückliche Schulzeit hatte. In meinen Zeugnissen steht immer drin, Kubicki schwatzt und stört den Unterricht beständig. Ich habe, obwohl in der Grundschule wir genau gegenüber wohnten, innerhalb eines Jahres es geschafft, 50 Mal zu spät zu kommen. Das ist ja auch schon eine Leistung. Also ich habe immer ein bisschen getrödelt und Schule hat mich immer nur so lange interessiert, wie es spannend war. Und wenn es nicht spannend war, habe ich dann versucht, mich möglichst schnell vom Staub zu machen. Aber ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Das ist auch schön und das ist ja auch immer die Basis für spätere Leben. Ne? Kannst du mir so ein bisschen was über, ich weiß ja, du hast Sport getrieben und auch recht erfolgreich bei Eintracht Braunschweig. Waren die zu der Zeit eigentlich noch in der Bundesliga? Ja, sie waren zu der Zeit in der Bundesliga, denn ich bekam meinen Stimmbruch, das weiß ich, 1967, das war das Jahr, in dem Eintracht Braunschweig deutscher Meister wurde. Und ja. Obwohl ich in einem Chor relativ gut singen konnte damals, Eintracht Braunschweig zur deutschen Meisterschaft mitgebrüllt habe. Und damit war das mit den Gesangsmöglichkeiten auch zu Ende. Aber ich habe auch sehr gute Erinnerungen an Eintracht Braunschweig, an die Spielzeiten dort. Und das war ja damals auch eine Außenseitermannschaft, übrigens die erste, die ja mit Trikotwerbung angefangen hat. Und was ich im Nachhinein als besonders schlau fand, der DFB war ja dagegen und hat erklärt, man dürfe nur den Vereinsnamen nehmen. Daraufhin wurde ja Eintracht Braunschweig Eintracht Jägermeister Braunschweig, damit dieses Emblem auf dem Trikot platziert werden konnte. Und es war, wie gesagt, auch da eine schöne Zeit, sich mitzufreuen, wenn eine Mannschaft gewinnt, der man nicht zugetraut hat, im Oberhaus zu spielen, war schon eine besondere Geschichte. Ja, das ist ja nun dieses Jahr leider anders geworden, aber das ist nun mal so im Sport. Ne? Noch wissen wir nicht, ob Eintracht Braunschweig nicht wieder aufsteigt. Wir sind auf Platz 5. Ja, ich habe es gesehen. Die Mannschaft hat sich ja auch wieder gefunden. Die ist ja komplett umgekrempelt worden nach dem Abstieg aus der ersten Liga. Haben lange Zeit gebraucht, um wieder als Mannschaft zusammenzuwachsen. Das ist jetzt wieder einigermaßen da, aber warten wir es mal ab. Also gut, aber die Chance ist jedenfalls da. Wir sind auch von den Punkten her so gut, sind die Unterschiede ja nicht bis zum Dritten. Also das Schönste wäre natürlich nicht Relegation, Eintracht Braunschweig gegen HSV. Ja. Eintracht Braunschweig steigt auf, der HSV steigt ab und Holstein Kiel spielt dann mit dem HSV in der gleichen Liga. Das wäre doch gut. Das kann alles passieren. Ja. Das kann alles passieren. Und das sind noch 5 Spiele und das geht so schnell, dass werden wir ja irgendwann dann auch mal mitkriegen. In 4-5 Wochen sind wir schlauer. Ja, ganz genau so ist es. Wolfgang, 1970 bist du nach Kiel gezogen. Gab es einen besonderen Grund? Ja, es war die Liebe schlicht und ergreifend. Ich bin einer Frau gefolgt, die ich in Braunschweig kennengelernt hatte und die in Kiel studierte. Ich wollte ursprünglich nach Göttingen, beziehungsweise wie Jungs so sind, auch zur Bundeswehr, freiwillig, um dann Pilot zu werden. Dann ist mir aber eingefallen, Neubiberg in der Nähe von München ist zu weit weg von Kiel. Es macht keinen Sinn. Also bin ich dieser Frau, meiner ersten Frau, nach Kiel gefolgt und habe mich dann auch in diese Stadt verliebt. Also nicht in die Stadt, sondern in die Lage der Stadt. Die Stadt selbst ist ja städtebaulich durchaus noch entwicklungsfähig, aber die Lage ist deutschlandweit, glaube ich, einmalig. Und habe mich dann entschieden, hier willst du nie wieder weg. Ja, war eine gute Entscheidung, ne? Ja, war eine gute Entscheidung. Ich habe ja nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre eine ganze Reihe von Angeboten auch bekommen, in den Süden der Republik zu ziehen. Stuttgart habe ich mal für ein Unternehmen gearbeitet, für eine Unternehmensberatung.
Frankfurt, Düsseldorf, das waren die großen Magneten, da wurde das Geld verdient. Aber da habe ich mir gesagt, was nützt dir das, dass du viel Geld verdienst, aber dann unglücklich bist in so einer Stadt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen vernünftigen Menschen, entweder Berge, das wäre mir zu begrenzt, oder See, freie Luft. Und jedes Mal, ich bin ja sehr viel unterwegs in Deutschland, in Europa, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, nach Hause heißt also nach Kiel komme, dann merke ich immer erst, wie toll das mit der Luft hier bei uns ist. Ja, glaube ich. Also meine Freunde, die uns besuchen, sagen mir, ihr merkt gar nicht mehr, ihr habt Champagner in der Luft. Und das merkt man selbst erst, wenn man einige Tage in Deutschland unterwegs gewesen ist, gerade in solchen Zentren wie Bonn oder sowas, wo es drückend ist, oder Berlin, wo die Luft ja nun auch zu wünschen übrig lässt, dann merkt man erst, wie toll wir hier leben und was für eine tolle Luft wir hier haben. Das ist wohl wahr. Das muss man, also ich weiß es auch zu schätzen, aber wie gesagt, die hier immer ständig leben, die wissen es nicht. Die müssen dann irgendwann mal das merken. Ich finde, wir müssen alle mal irgendwo anders hinschicken, damit sie wirklich wissen, wie toll wir hier leben. Schnupper da mal die Luft und komm wieder und sag mal, was los ist. Ja. 1982 hast du ein weiteres Studium dann angefangen, und zwar Rechtswissenschaften. Hatte das einen besonderen Grund? Das hatte einen besonderen Grund. Ich habe mehrere Jahre für eine Steuerberatung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, und immer wenn es zu Gesprächen kam, saßen Juristen mit am Tisch, die dann immer erklärten, die keine Juristen sein würden, davon nichts verstehen. Ja. Das hat mich so geärgert, diese Überheblichkeit von Juristen, dass ich mir gesagt habe, das Studium, das machst du auch. Und ich war ja nach 4 Semestern fertig mit dem Studium bis zum ersten Staatsexamen. Das war möglich, weil ich schon bereits ein Studium hinter mir hatte. Ja. Das war möglich, weil ich schon Beruf hinter mir hatte. Also wurden Zeiten angerechnet. Ja. Das ist einfacher. Aber ich versuche es mal so zu formulieren. Juristerei ist nichts anderes, als dass zwei Menschen sich gegenüber sitzen und so lange miteinander argumentieren, bis der andere nicht mehr weiter weiß. Und dann hat man die Veranstaltung gewonnen. Also es ist eine Geschichte mit sehr viel Logik, mit sehr viel Denkvermögen. Und man kann das auch vergleichsweise schnell erlernen, wenn man sich darauf konzentriert, worauf es eigentlich ankommt. Ja, ja. 85 hattest du dann die Zulassung zum Rechtsanwalt. War das nach dem Referendariat. Man macht ja erst mal Referendariat. Das war damals, glaube ich, 2,5 Jahre. Was ich sehr spannend fand, ist, ich traf ja nun altersmäßig auf eine Reihe von Referendarinnen und Referendaren, die 5, 6, 7 oder 10 Jahre jünger waren als ich. Ich stand schon im Leben, ich stand schon im Beruf. Ja. Ich hatte eine Familie, bereits 2 Kinder. Ja. Und eine völlig andere Herangehensweise an die Probleme des täglichen Lebens, was mir im Referendariat natürlich zunutze kam und dann dazu geführt hat, dass ich auch ein vergleichsweise gutes zweites Staatsexamen hingelegt habe und dann eine eigene Kanzlei aufbauen konnte 1985. Das war ein Quantensprung. Das war eigentlich so dein Ziel? Selbstständig zu sein, von niemandem abhängig zu sein, das ist sehr erstrebenswert. Ja. Ich habe in meinem Blut, glaube ich, ein Renitenzgen. Deshalb bin ich vielleicht auch bei der FDP, also ein Liberaler, deshalb bin ich jetzt auch Strafverteidiger. Weil es mir widerstrebt, dass man etwas machen soll, weil alle es machen. Dass man etwas sagen soll, weil alle etwas sagen. Dass man in eine bestimmte Richtung denken soll, weil alle so denken. Ich kriege auch immer, wenn ich in Stadien bin und alle aufspringen, kriege ich immer so kleine Nackenhaare nach oben, weil ich mir denke, wie schnell kann man Menschen manipulieren? Ja. Und wie wichtig ist es doch, dass man seinen eigenen Kopf behält. Deshalb, wie gesagt, war das für mich eine wichtige Entscheidung in meinem Leben, mich selbstständig zu machen, trotz aller Risiken. Das ist am Anfang nicht sehr leicht. Glaube ich wohl. Und wenn man sich dann durchgebissen hat, dann ist das doch sehr befriedigend. Ja, ja. Eine Frage habe ich, und zwar, Rechtsanwälte sind, oder viele Politiker, sagen wir es mal so, viele Politiker sind auch Rechtsanwälte. Dann kann man, ist Kiel auch schon, in Kiel auch schon eine Menge, und bundesweit, glaube ich, auch in der hohen Politik, ja, in der Bundespolitik ja auch. Woran liegt das? Als nächstes einmal bestreite ich das, dass viele Rechtsanwälte in der Politik sind und viele Politiker Rechtsanwälte sind. Es gibt auch Rechtsanwälte in der Politik, logischerweise. Warum? Ja. Weil sie es gelernt haben, mit Gesetzen umzugehen, beziehungsweise auch Gesetze zu formulieren. Das kommt dem Beruf ja sehr, sehr nahe. Aber im Schleswig-Holstein Landtag beispielsweise haben wir nur 2 Anwälte, den Kollegen Peters von den Grünen und mich. Wir haben wesentlich mehr Leute aus dem öffentlichen Dienst, die dort unterwegs sind. Im Deutschen Bundestag übrigens auch. Wir haben relativ viel Freiberufler im Deutschen Bundestag, davon auch sehr viele Rechtsanwälte, die wenigsten aber, die aus Kanzleien kommen. Das sind Rechtsanwälte, die bei Gewerkschaften gearbeitet haben oder Unternehmensverbänden gearbeitet haben. Also Juristen, die sich Rechtsanwälte nennen, obwohl sie forensisch kaum noch tätig sind. Mhm. Also es ist auch schwer möglich. Also ein Anwalt kann im Landtag oder im Bundestag nur tätig sein, wenn er entweder eine etwas größere Kanzlei hat, die die Arbeit mit auffängt oder aus einer Großkanzlei kommt. Ein Einzelkämpfer kann das gar nicht, weil er sozusagen seine Mandanten verlieren würde. Er hat die Zeit gar nicht mehr, sich darum zu kümmern. Und insofern ist das schon schwierig. Aber noch einmal, berufstypisch ist es ja. Wir gehen mit Gesetzen um, wir legen sie aus, wir diskutieren darüber, wir können auch Gesetze formulieren. Und deshalb ist es für Anwälte vergleichsweise einfacher, sich im politischen Betrieb zurechtzufinden als für andere.
Ja gut, in der Politik, ich sage immer, Rechtsanwalt macht, arbeitet mit Rechten oder mit Gesetzen und mit Recht und mit Gesetzen. Und der Politiker versucht, Gesetze dorthin zu bringen, wo er gerne hinhaben möchte. Formulieren, das ist die Aufgabe von Parlamentengesetzen. Genau. Das ist praktisch eine Steilvorlage zum Rechtsanwalt, ne? Wenn das denn gelingt. Ja, neue Gesetze zu schaffen, meine ich jetzt. Ja, der Sinn von Parlament besteht ja darin, Gesetze zu erlassen, ja, zu beschließen und Regierung zu kontrollieren. Und beides ist etwas, was einem Anwalt, einem Staatsanwalt, einem Richter naturgemäß näher liegt als jemandem, der aus dem akademischen Beruf kommt, der Ingenieur ist oder der als Facharbeiter bei VW gearbeitet hat, arbeitet. Was ich wechselseitig nicht ausschließe, aber es ist einfacher, weil man es gelernt hat in der Profession. Trotzdem ist der Gang in die Politik für gute Anwälte deshalb nicht so glücklich, weil sie, wie gesagt, vergleichsweise wenig verdienen in Relation zu ihrem Anwaltsberuf, den sie ausüben können. Und wenn man längere Zeit aus seinem Beruf heraus ist, ist es ganz schwer, wieder Anschluss zu finden. Ich kenne einige Leute in meinem Alter, die lange Zeit aus dem Beruf draußen sind und jetzt Schwierigkeiten haben, wirklich wieder in einer Anwaltskanzlei tätig zu sein, forensisch tätig zu sein, weil sich doch sehr schnell sehr viel ändert. Das glaube ich gerne. Wie war das denn mit Ecke Sauerbaum? Ja, das weiß ich nicht, also wie es mit ihm war, aber... Aber der war ja auch eigentlich sehr stark politisch tätig. Er war sehr stark politisch tätig, aber er war überwiegend kommunalpolitisch tätig. Das heißt, das räumliche Feld ist übersichtlich, man ist nicht so viel unterwegs. Mhm. Also Bundespolitiker sind ja extrem stark eingespannt, sind ja auch in aller Regel relativ weit weg von ihrem Zuhause. Ja. Also je näher man an der Lokalisation ist, bei der man zu Hause ist, desto besser ist es einfach. Und er war ja auch nicht allein, er kam ja auch aus einer Kanzlei, wo Kolleginnen und Kollegen von ihm auch vieles haben auffangen können. Gut, 1971 begann deine politische Laufbahn. Ja. Ja. Gewollt? Mehr oder ergab sich? Mehr zufällig. Also mehr zufällig bin ich in die FDP gekommen. Es war anlässlich einer Vorlesung, Makro 1, ich kann mich genau noch daran erinnern. Neben mir saß Gerd Achterberg, der damalige Landesvorsitzende der Jungdemokraten. Ja. Und sagte mir, wir haben heute Abend in Kiel eine Vollversammlung, also die Jungdemokraten treffen sich, wir brauchen einen neuen Vorstand. Und es war 1971 die Zeit, als es eine Wende gab bei der FDP, weg von einer Koalition mit der Union hin zu einer Koalition mit der SPD, was ja zu einem dramatischen Kampf auch innerhalb der FDP in Schleswig-Holstein geführt hat 1971. Und ich habe gesagt, gut, ich habe heute Abend nichts vor, ich komme mit. Und weil ich zwei Sätze zusammenhängend reden konnte, wurde ich an demselben Abend noch in den Kreisvorstand gewählt, der Jungdemokraten. Damit begann das Schicksal seinen Lauf. Ich hätte auch genauso gut bei den Jusos oder bei der SPD landen können, aber es war nun mal so. Und ich habe es bis heute nicht bereut, trotz vieler Stiefschläge, die unterwegs da waren, bis heute nicht bereut. Dann geht es so weiter, man ist im Kreisvorstand der Jungdemokraten, dann wird man irgendwann gefragt, ob man nicht in die FDP eintreten will. Dann habe ich gesagt, okay, ist auch kein Thema. Mhm. Dann wird man Kreisvorsitzender der Jungen Demokraten, dann irgendwann Kreisvorstand der FDP begrüßt, dann kommt man in den Landesvorstand und so ist das eben. Ja. Das war dann so ich hab mich entschieden, der zeitliche Ablauf. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, in der Partei erst dann intensiver tätig zu werden, das heißt auch ein parlamentarisches Mandat anzustreben, wenn ich mit meinem Beruf zu Ende bin und auch ein bisschen Berufserfahrung habe. Ja. Kann ich übrigens allen Menschen nur empfehlen, sich zunächst erstmal persönlich und beruflich zu setteln, bevor man den Versuch unternimmt, in ein Parlament zu kommen. Ja, ja. Und das bewährt sich, weil das die eigene Unabhängigkeit stärkt, das eigene Selbstbewusstsein stärkt und man auch immer sagen kann, nicht, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache jetzt was anderes oder ich lasse mich nicht in der Partei erpressen oder ich lasse mich auch nicht vor die Wahl stellen, entweder einer bestimmten Linie zu folgen oder nicht aufgestellt zu werden. Also das Selbstbewusstsein bekommt man durch abgeschlossene Berufsausbildung und berufliche Tätigkeit. Das war ja dann auch eine lange Zeit bis heute, wenn man so überlegt, das sind ja 44 Jahre. 44, ich bin jetzt 44 Jahre in der FDP. Lange Zeit. Ja, wenn ich mich morgens im Spiegel betrachte, wundere ich mich auch, dass ich so viel Zeit schon hinter mich gebracht habe. Das ist eine sehr lange Zeit mit sehr wechselvoller Geschichte auch in Schleswig-Holstein. Ich habe die Barschel-Affäre hautnah miterlebt. Ja. Ich habe die Schubladen-Affäre hautnah miterlebt. Ich habe den Heidemord persönlich im Parlament mir angucken können. Ja. Und Schleswig-Holstein hat auch schon in Deutschland Geschichte geschrieben. Und ich kann sagen, ich bin dabei gewesen. Ja. Das ist natürlich eine erfolgreiche und eine schöne Sache, wenn du zurückblickst. Und mit Erfolgen und Misserfolgen, aber das ist nun mal im Leben so. Und, aber da kannst du sicherlich gut mit umgehen und würdest du nicht mehr hier sitzen und nicht mehr in der FDP sein. Ne? Ja, also man muss schon sich ein raues Fell zulegen und man muss auch Dinge schlicht und ergreifend ertragen können. Ich weiß, wie schlimm das war, dass wir 1987 wieder ins Parlament gewählt worden sind, 1988 nach einem halben Jahr Barschel-Affäre wieder rausgeflogen sind.
für mich das schlimmste Ereignis war eigentlich die Nichtwiederwahl in den Deutschen Bundestag 2013, weil es etwas war, mit dem niemand gerechnet hat. Das ist völlig überraschend kam. Aber das ist so, ist das Leben. Nicht? Wir stellen uns alle zur Wahl und müssen entsprechend Menschen überzeugen davon, uns ihre Stimme zu geben. Wenn das nicht gelingt, können wir die Menschen nicht dafür verantwortlich machen, dann sind wir schuld. Und ich bin jetzt gerade dabei, zusammen mit Christian Lindner die FDP aus dem Tal des Jammers wieder herauszuholen. Viel Glück dabei. Ja. Wir gucken ist nicht mal. Einfach. Hamburg war schon schön. Ja. 7,4% besser als beim letzten Mal. Bremen wird genauso schön werden. Ja, gut. Dann schauen wir mal, was 2016 bringt und 2017. Kommen wir mal zum Thema Sterbehilfe. Hat er das mit dem Tod deines Bruders so ein bisschen zu tun oder war das unabhängig davon? Ich habe meine Meinung komplett um 180 Grad geändert. Ich war früher ein konsequenter Gegner der Sterbehilfe, weil für mich auch der bei Juristen ja unumstrittene Satz gilt, unsere Aufgabe besteht darin, Leben so lange wie möglich zu erhalten und nicht es zu verkürzen. Das war sozusagen auch die strafrechtliche Sicht. Dann hatte mein Bruder einen Herzinfarkt und wurde erst nach 20 Minuten wieder reanimiert, mit der Folge, dass in seinem Gehirn im Prinzip alles weg war, was einen Menschen ausmacht. Ja. Und er zweieinhalb Jahre quasi dahin vegetierte. Ja, und als ich ihn das erste Mal besucht habe und gesehen habe, also wirklich gesehen habe, wie schlimm das ist und wie schlimm es auch mit ihm ist, stand ich vor seinem Bett und habe gesagt, Dicker, also mit Tränen in den Augen, Dicker, meinen Hund kann ich erlösen, dir kann ich nicht helfen, das ist so unglaublich. Ja. Und als ich dann mit meiner Frau wieder wegfuhr aus der Klinik in Oldenburg, habe ich gesagt, was bin ich eigentlich für ein Feigling? Für ein Feigling, dass ich hier der Sache kein Ende bereite, denn es war klar, es konnte aus ihm nichts mehr werden. Ja. Das haben die Ärzte alle gesagt. Also er wurde sozusagen zu Tode gepflegt. Meine Schwägerin war auch der Auffassung, vielleicht haben wir in 5, 6, 7 oder 10 Jahren mit der neuen medizinischen Forschung die Möglichkeit, dass ich da wieder was entwickeln kann. Dann habe ich auch gesagt, Eva, bei aller Hoffnung, das, was wir gerade meinem Bruder antun, ist so unmenschlich. Ja. Und dann hatten wir einen Parteitag, als ich zurückkam aus Oldenburg. Und dann waren alle Delegierten völlig überrascht, dass ich meine Meinung, die ja vorher klar war in der Partei, geändert habe und habe dann die Geschichte erzählt. Und habe dann anschließend auch angefangen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern mich mit vielen Leuten zu unterhalten, der Sache auch mal nachzugehen. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass es ein Recht darauf gibt, auch in Würde zu sterben. Und dass Menschen das selbst entscheiden können müssen. Zu meiner Entscheidungsfreiheit zu leben gehört auch meine Entscheidungsfreiheit zu erklären, wann es zu Ende sein soll, wann ich gehen will und wann man mich gehen lassen sollte. Und das in einer klugen Form zu verankern, wird eine tolle Herausforderung sein. Denn ich höre immer wieder bei immer mehr Menschen, dass sie von diesem Recht auch Gebrauch machen wollen, dass vor allen Dingen bei vielen älteren Menschen die Angst besteht, dass sie in einen Zustand geraten können, in dem sie das selbst nicht mehr machen können. Ja. Und was dann? So, und auch da muss es Möglichkeiten geben über Patientenverfügungen, über Einschalten von Verwandten, von Dritten, von mir aus auch Juristen, gerade bei Kindern oder sowas, dieses Problem zu lösen. Denn solange ich Herr meiner Sinne bin, kann ich darüber entscheiden, was sein soll. Und dann soll mir niemand das Recht absprechen für den Fall, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, etwas anderes zu machen als das, was ich will. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Nicht? Und es gibt viele Fälle, wo die Menschen eigentlich gar nicht mehr leben wollen. Und die leben ja einfach gar nicht mehr. Und dass man da nicht vernünftig und ordentliche Gesetze schaffen kann, dass sie sagen, so, wem will ich das Recht geben, jetzt zu beenden? Nicht? Ja, also darüber gibt es eine ganze Reihe vernünftiger Vorschläge, die man diskutieren sollte. Und man muss von diesem moralischen Anspruch runter, dass man Menschen diese Entscheidung abnehmen dürfte. Dass andere berechtigt wären, ob aus der Kirche oder aus der Medizin berechtigt wären, den Willen von erwachsenen Menschen nicht zu beachten. Für mich war das Beeindruckendste eine Diskussion bei Beckmann mit dem ehemaligen EKD-Vorsitzenden Schneider, dessen Ehefrau ja an schweren Krebs erkrankt ist und die gesagt hat, sie will dann, weil es in Deutschland nicht möglich ist, zum Sterben in die Schweiz. Ja. Und er hat ja erklärt, er sei konsequent dagegen, was sie will, aber er werde sie bis zu ihrem Tod begleiten, auch in die Schweiz. Und deshalb ist er zurückgetreten. Mhm. Und das Faszinierende war, der wirklich intensive Austausch auch von Argumenten, also ohne, dass man sich moralisch in die Ecke stellt, du bist ein schlimmer Mensch und du bist ein schlimmer Mensch. Und die Tatsache, dass wir nach der Diskussion in den VIP-Raum kamen, seine Frau mich in den Arm nahm und sagte, sie haben mir so aus der Seele gesprochen. Schön. Die Tatsache, dass sie mich in den Arm genommen hat, war das Beeindruckende, nicht? Weil sie sagte, ich versuche mit meinem Mann auch darüber zu sprechen, ich bin stolz und froh, dass er mich begleiten will, aber dass er nicht akzeptieren kann, wie meine eigene Entscheidung aussieht, ist das, was mir nach so langer Zeit der gemeinsamen Ehe wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Ich will ihm ja auch nicht wehtun, aber ich will auch, dass er akzeptiert, dass ich den letzten Gang sozusagen selbst bestimmen will. Vielleicht kommen wir mal so weit. Wäre ja schön. Also ich sehe das ganz genauso. Ja. Rechtsanwalt, Politiker, gibt es doch Ehrenämter sicherlich, nicht? Für weitere Ehrenämter fehlt mir wirklich die Zeit. Ich bin noch
bei einigen Charity-Veranstaltungen sozusagen der Schirmherr. Ja. Und das muss dann auch reichen, denn wenn man ein Ehrenamt übernimmt, dann sollte man auch die Zeit haben, es auszufüllen. Also nur für den Titel oder nur für die Medien ist das, glaube ich, der falsche Ansatz. Ja, das ist, ja, da muss man, wenn man solche Dinge macht, ich mache auch zwei Sachen, es kostet viel Zeit, und, aber es macht auch Spaß. Ja, wenn man die Zeit hat, macht es auch Spaß. Ich habe momentan bedauerlicherweise nicht die Zeit. Mein Beruf fordert mich definitiv, und meine Partei frisst mich momentan auf. Ja, glaube ich gerne. Im Moment ist es sowieso ein bisschen schwierig auf euch. Ja. Ne? Aber es wird schon werden, ich glaube es schon. Also für mich ist es schon mal ganz wichtig, dass ich es überhaupt mal schaffe, zum Holstein-Spiel zu kommen. Das, da hängt ja auch mein Verstand und mein Herz dran. Nichts wäre besser für Schleswig-Holstein, als dass wir endlich mal eine Zweitligamannschaft bekommen. Ne? Vielleicht klappt es ja. Wollen wir mal schauen. Ne? Diesmal sind wir wollen wir mal gucken. Hast du Zeit für ein Hobby? Ja, ich spiele Golf gelegentlich. Dankenswerterweise sind die Charity-Turniere, bei denen ich Schirmherr sein darf, Golfturniere. Und ich habe ein Motorboot, mit dem ich unheimlich gerne aus Wasser fahre. Oh, ja. Wenn ich im Sommer nach Strande komme und es ist 21.30 Uhr, ist immer noch hell, dann schmeiße ich mir erstmal meinen Anzug vom Körper, gehe in ein Poloshirt, in eine kurze Hose, rauf aufs Boot, 300 Meter rausfahren, Anker schmeißen, ein Gläschen Wein trinken. Das ist dann Entspannung pur. Das ist eine gute Sache, ne? Dafür hast du das ja auch gewählt, den Ort deines Lebens, ne? Den habe ich gewählt, weil es für mich, wir haben einen wunderbaren Blick über die Kieler Förde, und ich sehe nach La Boe rüber morgen schon, wie das Wetter wird, und ich genieße das jeden Tag, jeden Morgen beim Frühstück und jeden Abend. Das, was die Hamburger sich immer auf ihren Fernsehschirmen spielen lassen, das haben wir live. Bei uns fahren die Schiffe einfach hin und her vorbei, nicht? Ja, genau. Ja. Und es ist wirklich extrem beruhigend. Und als wir noch Hunde hatten, nachts dann auch mal mit dem Hund über den Deich zu gehen, nach Schilksee rüber, und dann 20 Minuten, 25 Minuten einfach abzuspannen, das war, ich glaube, das ist Lebensqualität. Ja, das ist Lebensqualität, ja. Das ist auch wunderschön. Du hast zwei Töchter? Oder Tochter und Sohn? Nein, ich habe Zwillingstöchter. Zwillingstöchter? Ja, ja. Siehst du die denn schon mal? Selten. Meine eine Tochter ist in der Schweiz. Oh, ist, als Juristin dort, Leiterin der Steuerabteilung an einer relativ großen Bank. Meine zweite Tochter ist Richterin in Kiel, wohnt in Gettorf, weil 12 Minuten von uns entfernt. Die sehen wir häufiger, aber auch nicht so häufig, wie man das vermuten würde. Das ist oftmals so. Liegt einfach daran, dass, wie gesagt, meine Frau und ich sehr viel unterwegs sind. Ja. Ich selbst auch sehr viel unterwegs bin. Ja. Und meine Tochter, mein Schwiegersohn mit den Kindern auch sehr viel machen. Also wir sind noch nicht die klassischen Sonntagnachmittags-Kaffeetrinker. Nee, gut, das war auch nicht. Ja. Man muss auch nicht sein. Aber wie gesagt, wir kommunizieren relativ häufig miteinander, schicken uns Bilder und Fotos. Und wenn wir Glück haben, weil wir Ostern nicht zu Hause waren, werden wir das Ostereiersuchen bei uns am nächsten Sonntag nachholen. Schön. Ja. Ja. Nächsten Sonntag, haben wir gutes Wetter. Man konnte den Kindern auch erklären, dass der Osterhase so viel zu tun hatte, nicht, dass er bei uns erst ein bisschen später vorbeikommen konnte. Wie eine deiner Zwillingstöchter schwanger war und sie dir das erzählte, war das ein Schock oder wie ist das so bei Zwillingen? Ist das was anderes oder? Ich hatte meinen beiden Töchtern gesagt, sie sollten mir einen großen Gefallen tun und mit dem Kinderkriegen noch ein bisschen warten, bis ich mental so weit sei, als Opa durch die Gegend zu laufen. Und dann war es besonders schön, dass meine Tochter, die Richterin hier aus Kiel, dann sich bei uns in der Fraktion eines Tages anmeldete, zu mir reinkam und sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Und dann habe ich gesagt, wir fangen mit der schlechten Nachricht an. Ja. Dann hat sie gesagt, ich konnte nicht so lange warten. Dann habe ich zu ihr gesagt, dann ist die gute Nachricht wohl, du bist schwanger. Und habe sie in den Arm genommen und war überglücklich. Ja. Und als sie dann an dem Tag, an dem sie das Kind gebar, hatten wir Landtagssitzung. Und es hatte sie sehr schnell im Landtag herumgesprochen, dass ich nun Großvater bin. Und dann hat der Landtagspräsident die Sitzung eröffnet mit einem herzlichen Glückwunsch an den Großvater Wolfgang Kubicki. Daraufhin habe ich mich gemeldet und gesagt, wenn jetzt einer von euch hier in diesem Plenum Opa zu mir sagt, dann schlage ich dann nieder. Also insofern war es sehr schön und es ist einfach auch ein freudiges Ereignis, wenn man weiß, dass, dass sozusagen die Generationenfolge sich fortsetzt. Und das ist auch ein tolles Kind geworden und auch mein zweites Enkelkind ist ein toller Typ geworden. Beide, ja. Also sind auch nicht schon. Emma ist 4 Jahre jetzt und Julius ist 2, wird jetzt 2. 2. Ja. Oh, gut. Alles Gute. Hat sich darauf reduziert, dass man auch nicht reden muss miteinander. Wenn der was will, macht er einfach nur so und dann weiß jeder, was er haben will. Aha. Kann jetzt aber drei Begriffe, die gebraucht er immer wieder. Nicht, das ist Bär, Fisch, warum Fisch weiß auch kein Mensch, und Haben. 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 Na gut. Das fängt ja gut an, ne?
Ist einer von uns. Ja. Wie geht es in der FDP weiter? In Schleswig-Holstein gut. Ja. Die Abfolge ist geregelt. Wir haben ja nach langer Zeit, nachdem Jürgen Koppelin Landesvorsitzender war, jetzt da in der Gagsum Landesvorsitzende gewählt. Wir haben übrigens auch seit 20 Jahren überhaupt gar keinen Stress in der Führung der Partei. Mhm. Hat auch was mit den Personen zu tun, mit der Art der Kommunikation. Wir haben bei der letzten Wahl das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen des Landes erreicht, 2012, ja. In einer Situation, an dem am gleichen Tag, an dem wir gewählt haben in Schleswig-Holstein, die bundesweiten Umfragen für die FDP bei 3% waren. Mhm. Wir haben 2017 die nächste Wahl. Ich werde, wenn nichts Schlimmes passiert, also wenn ich lebe, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Spitzenkandidat wieder zur Landtagswahl werden und auf Bundesebene. Da rappelt sich die Partei mittlerweile. Wir sind bei den Meinungsumfragen jetzt wieder auch bei vielen Instituten bei 5%. Wir haben in Hamburg im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl zugelegt auf 7,4%. Wir sind in Bremen so weit, dass ich die Vorhersage wage. Wir werden auch dort zwischen 7 und 8, vielleicht sogar bei 8% abschließen. Schön. Und dann haben wir eine Phase, in der wir uns weiter konsolidieren können. 2016 ein halbes Dutzend Landtagswahlen und dann ist 2017 wieder Bundestagswahl. Aber es funktioniert zwischen Christian Lindner und mir hervorragend. Die Parteispitze versteht sich wirklich als Team und alle sind wir darauf ausgerichtet, die FDP wieder zum Erfolg zu führen. Ja. Anders als in der Vergangenheit gibt es also keine intriganten Kämpfe untereinander. Das ist gut. Eine gute Spitze ist ja auch wichtig. Ne? Das ist ganz wichtig, ja. Wolfgang, gibt es in deinem Leben jetzt ein ganz besonderes Ereignis, jetzt aber so ein Highlight. Also die meisten Gäste sagen, Geburt meiner Kinder. So. Lass mal das mal ganz weg. Ich meine, du hast schon ein sehr bewegtes Leben. Die Geburt von Zwillingstöchtern. Ja, ja, gut. Das ist schon... Ja, das ist was anderes, hast du recht. Also von Zwillingen per se und dann zwei Töchter und die ganze haben schon per se. Aber für mich ist ein Highlight gewesen, als ich mit meinem Beruf angefangen habe. Die erste große Verteidigung, die ich in Kiel hatte, die Verteidigung von Gorm Grimm, dem Arzt, der ein Methadon-Ersatzprogramm hatte hier, Remedazin verschrieben hatte und dem die geballte Ärzteschaft ans Leder wollte und die Justiz gleich mit. Der ist wegen des Todes eines Patienten angeklagt worden, wegen fahrlässiger Tötung. Ja. Und dann war das ein Riesenaufwand von der Verteidigung hier, gemeinsam mit Gerald Göcke, meinem Freund, gegen eine Reihe von Sachverständigen aus der Ärzteschaft anzugehen und deren Behauptungen als falsch zu widerlegen. Es ist ein Freispruch zum Schluss dabei rausgekommen, aber es war eine sehr intensive Arbeit. Und man hat immer das Gefühl, man ist ja auch als Anwalt für Menschen, als Verteidiger für Menschen verantwortlich. Und diese Verantwortung, die drückt dann schon. Ja. Also, und dass wir das dann zum Schluss geschafft haben, hat uns auch die Anerkennung des Gerichts eingehandelt. Ist in der Urteilsbegründung ausdrücklich erklärt worden, nicht, dass nur diese Form der Verteidigung es möglich gemacht hat, zu einem vernünftigen Urteil zu kommen. Und das ist dann schon ein einschneidendes Ereignis gewesen. Schöner Erfolg. Ja, schöner Erfolg. Also ich habe da auch Lukona 6 Jahre verteidigt. Ja, das wurde dann lustiger und eine ganze Reihe von weiteren Verteidigungen gehabt. Aber das war etwas, weil ja die Existenz dieses Menschen daran hing. Nicht nur sein Leumund, seine berufliche Existenz daran hing. Und weil die Borniertheit, mit der damals die Justiz daran gegangen ist, schon ziemlich hanebüchen war. Ja, ja. Also gegen Vorurteile anzukämpfen. Und das dann auch wirklich hinzubekommen, das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis. Ja. Das war eine tolle Zeit. Jetzt wollte ich dir nur noch mal sagen, wir sehen dich ja auch auf dem Fernsehen, da bist du immer so beeindruckt. Und dann sage ich, weißt du was, der Mann, der hat ja so viel Charme. Wo hat er die eigentlich her? Ich denke einfach mal so, nur von der Ostsee her oder auch von Kiel her. Ich denke nur daran, einmal Bilder in den Kieler Nachrichten oder wo auch immer. Luftgitarre, das ist natürlich was Besonderes, das macht nicht jeder. Und das zeigt natürlich, dass du viel Herz hast. Ja, also ich bin so, wie ich bin und ich will mich auch nicht verbiegen. Also ich war jetzt auf der Ostsee, habe mein Schiff geholt und habe dann bei Facebook eingestellt, Mensch, die Saison beginnt, wie toll ist das, um zu zeigen, ne? Ostsee, tolles Wetter. Und dann kriegt man natürlich so Posts, was für eine Peinlichkeit und Motzen und was auch immer. Das ist mir völlig wurscht. Die Leute sollen zum Teil auch an meinem Leben teilhaben. Und dieses Ding ist dieses Bild mit der Luftgitarre, das war zum Presseball in Hamburg, als Katja Suding, die eigentlich nicht tanzen wollte mit mir, ich weiß gar nicht warum nicht, urplötzlich konnte ich sie auffordern, weil AC/DC gespielt wurde, Born to be Wild. Dann habe ich gesagt, das ist meine Zeit, du bist ja deutlich jünger als ich, aber vielleicht wäre es mal schön, wenn wir jetzt auf die Tanzfläche gehen würden und mal so tanzen würden, wie wir damals getanzt haben, nicht? Also mit Luftgitarre und hin und her. Und logischerweise haben sie sofort die Pressefotografen drauf gestürzt, war ja auch ein schönes Bild. Ja, wow, sehr schön. Gut, aber so ist es eben, nicht? Ja, wenn die Stimmung so ist, dann soll man auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Genau, richtig. Und bei Herrn Plassberg war ich total überrascht mit dem Handkuss an Frau Tomalla. Ich denke, die wird sich heute immer noch nicht die Hände waschen, ne?
ich fand das beeindruckend, dass sie gesagt hat, ich sei der Typ Mann, auf den sie steht. Dann habe ich hier versucht, in aller Ruhe zuzurauen. Ja. Wahrscheinlich meinen sie mehr die Generation ihrer Mutter. Und dann hat sie gesagt, nein, meine Mutter steht auf jüngere Männer, ich stehe auf ältere Männer. Dann habe ich gesagt, das ist auch eine nette Geste von Ihnen jetzt, aber so what? Mich hat das Thema irgendwie ziemlich genervt. Also in was für einem Land leben wir, wo man 1,7 Millionen Euro statt in die Schulen zu geben oder in die Hochschulen zu geben, schlicht und ergreifend dafür verwenden will, auch Studentenwerk, Studierendenwerk zu machen, weil irgendein durchgeknallter Typ oder eine durchgeknallte Frau glaubt, das sei nun ein Teil der Gleichberechtigung. Also, ich versuche jetzt mal zu erklären, ich nehme immer die männliche und weibliche Form. Also wenn ich die freien Demokraten jetzt begrüße, sage ich mir, ich begrüße die freien Demokraten männlichen und weiblichen Geschlechts und der 64 weiteren sexuellen Orientierungen, von denen ich gerade gelernt habe, dass es sie geben soll. Also wir haben wirklich wichtige Probleme, als uns um Semantik zu kümmern. Gleichberechtigung hat nichts mit der Sprache zu tun. Und ich sage nochmal, wenn man sich meine Töchter anguckt oder überhaupt die Frauen anguckt, sie werden deshalb immer erfolgreicher, weil sie mittlerweile auch qualifizierter sind mit den Studienabschlüssen und weil sie langsam aber sicher durchwachsen. Und wir werden erleben in vielen Bereichen, sie ist im Bereich der Justiz beispielsweise, im Bereich der Medizin, dass in relativ kurzer Zeit die Frauen die Männer in den Schatten stellen. Die sind besser qualifiziert, besser ausgebildet und nehmen den Job auch wirklich ernst. Dann brauchen wir keine semantischen Spielchen. Ein schönes Gespräch mit dir. Schön, dass du da warst. Ja. Wolfgang, ich wünsche dir erstmal alles Gute, Gesundheit. Deiner Familie natürlich alles Gute und viel Erfolg in deinen politischen Tätigkeiten. Und hoffen wir mal, dass es aufwärts geht. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Du bist auch schon ordentlich angezogen. Blau-Gelb, passt doch. Habe ich extra angezogen. Ist in Ordnung so, ne? Natürlich. Ja, meine ich doch auch. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen Spaß dabei gehabt. Im nächsten Monat habe ich Herrn Wolfgang Schwenke hier. Das ist einer aus der Spitze von Holstein Kiel und ich habe den Termin auch so gewählt, dann entweder sind sie aufgestiegen oder nicht aufgestiegen. Ich denke einmal ein brisantes Thema, wenn sie aufgestiegen sind, werden wir hören, was sie sicherlich an Spielermaterial dazu kaufen, das Stadion muss umgebaut werden. Wenn sie nicht aufsteigen, werden sie sicherlich auch irgendwelche Gedanken oder irgendwas tun müssen, um dann vielleicht das zu versuchen, im nächsten Jahr nachzuholen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.